Willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 20 mit der Karriere bei Dynamo Dresden. So, wir haben 1:2 gegen Dortmund im DFB-Pokal verloren, sind daher ausgeschieden. Haben einen guten Kampf geliefert, aber leider war das nicht genug. So, dafür darf jetzt die Loser-Mannschaft, die jetzt verloren haben gegen Dortmund, gegen Greuther Fürth spielen im Textmodus. So, da wir im Textmodus spielen, nehmen wir unsere Rotation 1 Text. Das ist nämlich Jena da. So. Der Ayensa ist leider verletzt, aber der sollte dann wieder fit sein. Ich glaube, da waren nur 2-3 Tage. Soweit ich in Erinnerung habe. So. Wir spielen gegen Greuther Fürth Langenhaper bei Auswärts. Und zu Hause spielen wir dann immer Kurzpassspiel. So. Dann haben wir hier 2 Nachrichten. Status Briss Verletzung, was haben wir da? Murillo 2 Tage und Ayensa 3 Tage. Ja, dann passt das ja. Dann ist er wieder pit. Gut. Ayensa fällt aus. Ja, hat man ja schon gehabt. Alles klar. Golfen. Kriegen wir jetzt unser Handicap? Nein, kriegen wir nicht. Schade, schade, schade. Weiter. Ab in die Trainingswoche. Ach, jetzt haben wir vergessen, unser Bürogebäude auszubauen. Naja, müssen wir gleich mal gucken. So, Ayensa und Murillo sind wieder fit. Das gefällt uns doch. So, Spiel gegen Greuther Fürth. Wir sind auf jeden Fall stärker. Und bessere Form. So, dann kicken wir mal. Nicht Finanzstatus, was wollen wir machen? Achso. Infrastruktur, genau, wir wollen unser Bürogebäude ausbauen, machen wir das gleich mal. Können wir nicht, weil unser Scouting-Büro kein Level 4 hat, dann müssen wir das Scouting-Büro auf Level 4 bringen. Das hat jetzt Level 3, geht auf Level 4. Sehr gut. Wie lange braucht das? 31 Tage, ne, 34 Tage, über einen Monat. Dann ist das so, kann man nichts machen. So, 8 neue Nachrichten. Kreuzer hat sein Trainingsziel erreicht, das ist unser Rechtsverteidiger. Trainingsziel, soll er erstmal Planken runtergehen. So, müssen wir aber auf 75 bringen, die Planken. So. Superbe. Weiter. So, Reserve. Husum gegen Dynamo. Gucken wir mal, wie die gespielt haben. Wir haben 3-1 gewonnen. 2 Tore durch Wiesinger. Das ist unser 18-Jähriger, genau. Eckhard Ayensa ist wieder fit. Jugendspieler Scouting abgeschlossen. Superb. Morello ist auch wieder fit. So, dann wollen wir mal. Hallo. Hallo. Hier. Und weiter geht's. Textmodus haben wir schon. Super. Und los geht's. Wir werden erstmal nichts sagen am Anfang. Gucken, wie das Spiel sich entwickelt. So, die SG Dynamo Dresden ist von einer Minute an konzentriert. Das ist gut. Nee, leider nichts passiert. So. Nichts passiert. Oh, wir sind voll im Angriff hier. 6. Minute. Jetzt sind die im Angriff. Aber wir haben mal gut abgefangen. Schussversuch von Susic von Fürth. Susic gelbe Karte. Christopher Amt, das ist auch von denen. Sicher, packt sicher zu, sehr gut. Jetzt gehen wir voll drauf. Gelb-rote Karte, sehr gut. Führt nur noch zu 10. Und 1:0 durch. Dennis Eckert Ayensa, sehr gut. Ist gerade wieder Pittibor, macht gleich ein Tor. Sehr gut. Packt sich ja zu, das ist immer gut.
So, lass mal das erstmal zu Ende gehen. Stefania Gelb. Hier ist pünktlich Schuss 1-0 zur Halbzeit. Das ist sehr gut. So, bevor die sich auf die langen Bälle einschießen, machen wir jetzt wieder. Gemischte Pässe, genau. Also sollen die Spieler selber entscheiden, wann die wohin spielen. So, das sage ich denen jetzt auch in der Halbzeitansprache. Sehr gut, Jungs, weiter so. So, Spieler wärmen sich auf. Und jetzt gehen wir den Rest volle Kanne nach vorne. Zweite Null durch Kone mit seinem 14. Saisontor. Sehr gut. Jetzt drücken wir die rein. Ja, ist ja auch klar, die sind zu zehnt. So, jetzt nochmal voll drauf gehen. Wahlquist, gelbe Karte. Es beginnt hier plötzlich an zu schütten. Ja. Bestes Wetter. Schade, verfehlt nur knapp. Schade, 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 schade. Auswechslung. Redondo geht raus. Ist egal. Wir wechseln auch aus. Broadfoot für Magellan. Ja, 2-0 für uns. Ist klar. So, volle Kanne nach vorne. Was sagt der? Tobe? Nein, wir toben nie. Wir bewahren immer die Ruhe. Und 3-0, sehr gut. Durch Ayensa. Hat zwei Tore gemacht. 10. Saisontor in dieser Saison. Sehr gut. So. Aber verzieht kläglich. Och manch. Ayensa, jetzt den Dreierpack gehabt. Aber 3-0 geht. 3-0 gewonnen. Klar, die haben eine rote Karte gehabt, aber hätte er nicht gefault, hätte er keine gelb-rote gekriegt. So sehe ich das. So. Okay. Nach der Niederlage haben die gleich wieder einen Sieg geholt, sind sie wieder ein bisschen besser drauf. Das hört man noch gerne. So, das war's dann erstmal für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns morgen beim Videotextspiel gegen den VfL Bochum. Bis morgen dann. Ciao, ciao.